Willkommen auf meinem Kanal Eli Jerusalem in deutscher Sprache. Ich hatte mir ja vorgenommen, einmal im Monat nach Möglichkeit einen Vortrag zu halten und will mich auch daran halten. Jetzt ist es mir ja gelungen. Ich möchte nur eine Vorbemerkung machen, und zwar, ich hatte ja das letzte Mal ein kritisches Thema besprochen. Gott sei Dank konnte man das in der deutschen Version sich anhören, wurde mir allerdings in der spanisch-englischen Version gesperrt. Das heißt, bestimmte Themen sind nicht beliebt bei YouTube, weil sie sich an die sogenannten Political Correctness halten. Und sobald man diese Political Correctness verlässt, kann es passieren, dass man den Vortrag oder dann später vielleicht sogar auch den Kanal gesperrt bekommt. Und das ist natürlich nicht in meinem Interesse. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eine, eine Gymnastik, wenn man versucht, diese Themen, die einem wirklich wichtig sind, sozusagen zu überspringen oder anders zu benennen und so weiter und so fort. Aber ich habe halt bis jetzt auf dem Kanal in Jerusalem, besonders im Spanisch sprechen, die meisten Menschen, die dazu hören und jetzt den Kanal wechseln, das wäre dann immer wieder ein Prozess. Da habe ich mir Folgendes überlegt: Wenn ich wieder ein Thema ansprechen werde, das besonders brisant ist und eben dann auch, wenn man so will, von YouTube da gesichtet wird, dann würde ich einen Hinweis geben hier auf dem Kanal und auf einen anderen Kanal hinlenken, denn ich habe ein oder zwei andere Kanäle entdeckt, wo man nicht zensiert wird, wo man das sagen kann, was man auch wirklich sagen will, auch kritisch sagen will und eben dann sich keine Maulsperre sozusagen verabreichen lassen muss. Also das zur Information, aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja täglich Auslegungen gebe von der Heiligen Schrift und es gibt auch die sogenannten Vaterbetrachtungen. Also ich versuche den Menschen, soweit mir das möglich ist, eine Hilfestellung geben für den Glaubensweg. Und wenn man das täglich hört und ich versuche auch die richtige Lehre weiterzugeben, das ist mein großes Anliegen, also keine Modernismen, dann gewöhnt sich die Seele auch an die Wahrheit und sie wird dann auch ganz gut unterscheiden können, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und das ist in dieser Zeit besonders wichtig. Ich habe ja schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht und mache auch immer wieder darauf aufmerksam, dass wir leider im Moment in einer Situation kirchlicherseits sind, wo wir ja sehr vorsichtig sein müssen, sehr wachsam sein müssen, weil da Dinge gesagt und getan werden, die nicht mehr mit dem Evangelium übereinstimmen oder sehr schlecht mit dem Evangelium übereinstimmend sind, die eben moderne Richtung eingeschlagen haben. Und das ist dann nicht mehr das Brot, das die Seele nährt, sondern das ist eher das, was verwirrt. Und in meinen täglichen Ansprachen und auch manchmal in den übergeordneten Ansprachen YouTube oder wo auch immer, versuche ich, auf diese Dinge einzugehen, damit wir Gläubigen, und ich spreche hauptsächlich sicher zu Gläubigen, auch gewarnt werden, wenn etwas nicht stimmt und auf etwas aufmerksam gemacht werden, was wir zu beachten haben in solchen schwierigen apokalyptischen Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden. Also das ist ein bisschen eine Vorbemerkung, aber es gehört natürlich dazu und es ist natürlich empfehlenswert, dass man vielleicht auch den Vortrag anhört, apokalyptische, also Advent in apokalyptischen Zeiten, in denen ich auf manche Dinge eingehe, die, glaube ich, wichtig sind, um mit dieser Dunkelheit umzugehen, die wir durchaus in der Welt und auch in der Kirche haben, sodass man da eine Orientierung bekommt, wie geht man als Gläubiger damit um, damit man sich nicht von irgendwelchen Dunkelheiten, Verwirrungen verschlingen lässt, sondern ganz deutlich und klar bei Gott bleibt. Jetzt steht dieses Jahr 2023 vor uns. Das Beste ist, was wir tun können, das ja, aus der Hand Gottes entgegenzunehmen, denn er ist der Herr der Geschichte. Er weiß, was kommen wird, sowohl das, was direkt von ihm kommt, wichtige Unterscheidung, oder was er zulässt. Aber alles ist immer für die Gläubigen zu ihrem Heil. Auch die Dunkelheiten, die ich erwähnt habe, die ich das letzte Mal erläutert habe in den Vorträgen, auch diese müssen dienen. Und das ist ein wichtiger Punkt, damit wir nicht mutlos werden, wenn wir Entwicklungen sehen. Jetzt hat dieser eigenartige
Krankheit, über die wir zu leiden hatten in den letzten 2,5 Jahren. Und die Maßnahmen, ich muss sagen, die oft verfehlten Maßnahmen, sind wieder ein Stück weit zurückgegangen. Aber eigentümlicherweise entschuldigt sich ja niemand dafür, nicht wahr? Also wenn wir hören, dass es Krankheitsfälle gibt nach diesen Injektionen, aber es entschuldigt sich keiner dafür. Oder übernimmt Verantwortung oder sagt, ach, das haben wir übertrieben, das hätte alles gar nicht so sein müssen, das hätte man anders machen können, wir haben da panisch reagiert und so weiter. Nein, es kommen leider Rechtfertigungen, die nicht haltbar sind und das lässt tief blicken. Wir aber als Christen und als Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, müssen sehr kritisch hinschauen, waren denn diese Maßnahmen während dieser letzten 2,5 Jahre gerechtfertigt? Und ich denke, wenn wir genauer hinschauen, werden wir merken, viele nicht. Und das muss man auch einsehen. Und wenn man das nicht einsieht, dann ist die Gefahr, dass wieder etwas kommt, sei es wieder eine Krankheit oder Umweltschutz oder was auch immer alles kommen kann. Und auf einmal kommen Maßnahmen von denselben Leuten, die auch diese Maßnahmen während dieser 2,5 Jahre für uns implantiert haben, mit denen man in vielen Dingen gar nicht einverstanden sein kann, die auch zu Täuschungen geführt hat. Also was kommt im kommenden Jahr? Wir sind in Zeiten der Krise und ich möchte auch deutlich sagen, dies ist nicht vorbei. Sondern wir müssen damit leben, dass irgendwelche, man kann sie natürlich genauer benennen, Kräfte am Werk sind, um diese sogenannte One-World-Situation durchzuführen. Aber was bedeutet diese One-World? Das bedeutet, dass wir unsere nationalen Autoritäten einer internationalen Autorität unterstellen und die dafür in Frage kommen, betreiben aus der christlichen Sicht eine antichristliche Politik. Welche Perspektive? Keine. Schlechte Perspektive, denn ich vertraue mich nicht, und das sollten wir alle nicht tun, Institutionen an, die zum Beispiel die Abtreibung fördern, die alle möglichen verwirrenden Dinge fördern, die den Menschen schaden. Wie können wir denen eine Autorität zusprechen, die dann über unser Leben bestimmen kann? Wie können wir ihnen auch vertrauen, dass sie die richtigen Maßnahmen für die richtigen Zeiten finden? Oder jetzt, wenn man über den Umweltschutz redet, dass man das wirklich geordnet hat und auch die Wissenschaftler mit einbeziehen, die nicht einfach nur von Panikmache sprechen, sondern die sagen, ja, das muss man genau untersuchen, ob das wirklich so dramatisch ist, wie es einem dargestellt wird. Also überprüfen. Zeiten der Krise. Und wie geht man eben damit um? Ganz wichtig ist, dass wir uns nicht in die Panik mit hineinziehen lassen. Denn vieles von den letzten 2,5 Jahren war Panikmache. Das muss uns klar sein. Also eine Art von Panik, ein aufgeputschtes Angstgefühl, wo der Mensch dann nicht mehr richtig denken kann, nicht mehr richtig kritisch nachdenkt, sondern einfach, er muss das jetzt machen, um sich zu retten, damit sich diese ganzen Dinge nicht ausbreiten, die sich da ausbreiten sollten, so wie es angekündigt war. Und er kann da nicht mehr richtig nachdenken, denn die Panik verhindert das Nachdenken. Ich spreche, wie gesagt, zu gläubigen Menschen. Das heißt also, wir sollten die Dinge immer vor Gott prüfen. Alles, was passiert, mit Gott ins Gespräch treten. Denn das ist wichtig, dass wir dieses Gespräch mit Gott führen, damit wir mit dem, was auf uns zukommt, was schon war, überlegen, was auf uns zukommt, richtig umgehen, richtig einschätzen können, die richtigen Maßnahmen auch finden dafür. Denn wie gesagt, ich sage das ganz offen, die letzten 2,5 Jahre war im Grunde genommen ein Stück weit eine Katastrophe, wie man mit der Situation gegangen ist. Und wenn man dann noch denken muss, dass in Zukunft weitere Krankheiten auftreten, die aus den Injektionen kommen, dann ist das ja gar nicht überschaubar. Da müssen wir natürlich beobachten, ob es so ist. Aber man hört es leider immer wieder. Immer wieder hört man, aha, jetzt kommen Folgeerscheinungen bei den Menschen, die diese Injektionen zu sich genommen haben. Ich sage bewusst Injektionen und bewusst das andere Wort nicht, weil es einmal nicht stimmt und eben weil es tatsächlich Injektionen sind. Also keine Panik machen. Nichts
was uns da vorantreiben will, sodass wir unseren Verstand sozusagen nicht mehr richtig einsetzen, vor allen Dingen Glauben nicht mehr richtig einsetzen, sondern versuchen, was auf uns zukommt, in Gott zu bewältigen und zu wissen, dass hinter allem immer unser gütiger Vater steht, der auch unser Missbrauch mit einzufügen weiß in seine Pläne. Das heißt, wenn wir unsere Freiheit nicht richtig gebrauchen, wenn wir nicht richtig auf Gott hören, wenn wir seine Gebote verletzen, verlässt uns Gott in dem Sinne nicht. Aber er will uns natürlich zurückführen, dass wir wirklich dann auch die Gebote Gottes halten, in ihnen leben und so auch dann das Heil von Christus erfahren können. Was in den ganzen Geschehen steht, ist im tiefsten ein Ruf zur Umkehr. Das muss uns klar sein. Ja, wir müssen unser Leben ändern. Und zwar muss unser Leben übereinstimmen mit dem, was Gott eigentlich von uns will. Jede Nicht-Übereinstimmung damit bringt ein inneres Chaos. Wir leben dann nicht in der Harmonie, wie sie von Gott her gedacht ist, sondern wir stehen gegen unseren Ruf, wir stehen gegen das, was der Glaube uns gibt, und das gibt eine innere Desorientierung, bis hin dann zu schweren Schäden, dann natürlich auch seelische und geistige Schäden, in dem Sinne, dass wir eben nicht in der Wahrheit leben. Wenn also Gott so etwas zugelassen hat, die letzten 2,5 Jahre, vielleicht auch noch Dinge auf uns zukommen, wir haben jetzt diese furchtbaren Geschichten, die wir von der Ukraine hören, oder eben, wie gesagt, Alarmismus, kann man fast sagen, in Bezug auf die Umwelt, dann müssen wir lernen, Gott lässt das zu, aber die Antwort für uns ist nicht, dass wir Opfer dieses Alarmismus werden, sondern dass wir zu Gott hin aufbrechen und unser Leben tief mit ihm vereinen, auch um fähig zu sein, mit diesen Dingen im Geiste Gottes umzugehen. Und da möchte ich wirklich dazu ermutigen, dass wir uns nicht herunterziehen lassen, was es auch immer sein mag, in irgendwelche Verzweiflungen oder Hoffnungslosigkeit oder Aussichtslosigkeiten, auch wenn es äußerlich manchmal so aussehen kann. In Gott ist immer ein Anker. In der Begegnung Gott, und das sage ich natürlich jetzt auch zu Menschen, die vielleicht noch nicht so im Glauben fest verankert sind, bitte sucht Gott, denn er ist die einzige Sicherheit in dem kommenden Jahr. All die anderen irdischen Dinge, wir wissen, wie schnell die zusammenbrechen können. Die einzige wirkliche Sicherheit ist Gott selbst, denn das hat er uns zugesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Alles kann zusammenbrechen, Gott bleibt. Und deswegen ist das die Lehre, dass wir tief in Gott verankert sind. Einmal aus Gründen der Liebe, um auf seine Liebe zu antworten, die er uns schenkt. Und auch aus Gründen, dass wir unser Leben so gestalten, dass es eben friedlich wird. Wirklicher Frieden gebracht wird zu den Menschen. Das ist, wenn wir in Übereinstimmung mit Gott stehen. Stellen wir uns mal vor, alle Menschen würden in Übereinstimmung mit Gott leben. Wie leicht wäre dann der Friede? Dann würde von der Gnade Gottes her uns immer zuwachsen, dass wir die Konflikte, die da sind, die Schwierigkeiten, die da sind, in der Liebe Gottes überwinden können. Also eine erste wirkliche Botschaft, was auch immer kommen mag, keine Panik, keine Angst, sondern stattdessen Vertrauen zu Gott. Gott kennt dieses Jahr, das vor uns liegt, durch das wir durchgehen. Er weiß, was kommen wird, und er wird uns immer seine Hilfe anbieten, damit wir es in ihm bewältigen. Und das natürlich auch, sobald es so möglich ist, auch an die anderen Menschen weiterzugeben. Denn der Glaube an Gott ist nicht einfach eine private Angelegenheit. Das sagen die Menschen heute so. Das muss jeder für sich selber wissen. Ja gut, das kann man so dahin sagen, aber genauer geschaut sind die Gebote Gottes im Grunde um die geistlichen Regeln, nach denen wir zu leben haben. Wenn wir das nicht tun, dann leben wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott, die er mit uns haben will und die dann auch sich auf die Gemeinschaft der Menschen ausdehnen kann. Also, für das kommende Jahr, bitte tiefes Gottvertrauen. Und wenn noch diese Nachricht kommt und diese Nachricht kommt, dieser Schreckensnachricht kommt, nicht einfach in die Seele einlassen und nach dem Schrecken handeln,
sondern springen wir zu Gott und sagen, Vater, lieber Herr, bitte hilf mir durch diese Zeit hindurch, dass ich damit richtig umgehe, was auf mich zukommt. Und dann eben auch Gott besser kennenlernen. Das ist der große Wunsch Gottes. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir wissen, wie er ist. Wenn wir einen Menschen lieben, wollen wir ihn auch besser kennenlernen. Und das ist mit Gott genauso. Gott kennt uns da. Es ist keine Frage, dass er uns kennt. Wir kennen ihn aber noch nicht so, wie er ist. Wir kennen ihn auszugsweise. Paulus sagt, wir sind durch einen dunklen Spiegel. Aber wir können Gott sehr viel besser kennenlernen. Und das geht durch die Liebe, durch den Austausch mit ihm, indem wir das Wort Gottes meditieren, indem wir all das aufnehmen, was Gott uns schenken und geben will. Und dass wir sozusagen sein Wesen kennenlernen, von innen heraus. Und dann auch, und das Wunderbare ist, dass Gott jetzt nicht nur einfach uns sein Wesen kennenlernen lässt, sondern er möchte, dass diese Art auch in uns lebt. Durch seinen Heiligen Geist können wir das lernen. Denken und handeln wie Gott. Nicht im Sinne göttlicher Vollmacht, einer falschen Vollmacht, wir wollen alle Macht haben, das ist das, was der Teufel wollte. Nein, die Art und Weise Gottes zu werden, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, die Wahrheit, die in ihm ist, seine Zuwendung zu den Menschen, seine immerwährende Bereitschaft zu verzeihen, wenn wir umkehren. All diese Dinge sollen auch in Blumen, als Blumen in unserem eigenen Leben aufgehen. Wenn das wäre, dann würde in diesem Jahr sehr viel geschehen können. Denn jeder Mensch, der Gott näher kommt und mit Gott lebt, wird natürlich zu einem Anker des Friedens für andere. Zu einem Anker der Wahrheit, zu einem Anker des Lichtes für andere, besonders die, die weit weg sind. Jeder Mensch, der die Gnade Gottes aufnimmt und der Gnade Gottes lebt, wird zum Licht dieser Welt, so heißt es so schön. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und damit ist es zu all denen gesagt, die ihm nachfolgen. Also wir können das Wesen Gottes annehmen. Durch den Heiligen Geist verwandeln wir uns, sodass die Tugenden, die man so nennt, wächst oder die Gaben des Geistes in uns wachsen und dass wir Gott ähnlicher werden. Und dann lernen wir auch, aus der wahren Sicherheit zu leben. Nicht wahr? Aus Gott selber. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist das Einzige, was wirklich sicher ist. Schauen wir uns doch mal die anderen Sicherheiten an. Ich meine, gerade diese Krise von den letzten 2 bis 3 Jahren hat uns eigentlich gelehrt, keine Sicherheit. Nichts. Keine Sicherheit war da für die Menschen, sondern sie haben sich falsche Sicherheiten sogar geholt oder aufreden lassen oder einreden lassen, die dann zusammenbrechen können. Und so ist das immer, wenn man falsche Sicherheiten in seinem Leben erwächst, wenn diese wachsen, die brechen wieder zusammen, die haben keinen Halt, keinen Bestand. Deswegen auch wirklich jetzt im kommenden Jahr die Sicherheit des Lebens in Gott suchen und allen bemühen, in der Übereinstimmung mit Gott zu leben. Dann haben wir einen klaren Pass, der durch dieses Jahr führt, eine klare Sache, die durch dieses Jahr führt. Und das können wir jeden Tag vertiefen, immer wieder erneuern und dann wird die Sicherheit umso größer. Ja, man kann sagen, die Hierarchie der Werte leben, das ist ein guter Ausdruck. Das heißt also, was ist eigentlich, die Deutschen sagen so gerne, Hauptsache ist es die Hauptsache bleibt. Sehr gutes Wort. Ja. Was ist die Hauptsache? Und die Hauptsache ist im Leben, dass wir von Gott geliebt sind und auf seine Liebe antworten. Alles andere folgt daraus. Wenn wir also das praktizieren, oder Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles hinzugegeben werden. Wenn wir also das aufnehmen und versuchen, danach zu leben, dann ist unser nächstes Jahr sicher. Was auch immer kommen mag. Wir sind nicht unvorbereitet, denn unsere Seele ist mit Gott verbunden. Und deswegen wird sie sich dann auch nicht so erschrecken lassen, dass sie die ganze Fassung verliert sozusagen, sondern sie wird immer gehalten sein in Gott, wenn sie dort die Sicherheit sucht. Mache ich auch. Jeden Tag meine Sicherheit für das nächste Jahr. Ich habe keine andere und will auch gar keine andere als Gott alleine und ihn bitten, dass ich ihm treu bin,
das ganze Jahr, dass ich tue, was er von mir möchte und dass ich möglichst auch andere Menschen einladen kann, diesen wunderbaren Gott tiefer kennenzulernen oder neu kennenzulernen, ihm zu folgen. Das ist genug. Daraus ergibt sich alles Weitere. Wenn ein Mensch vielleicht durch unser Leben Gott kennenlernt, wissen wir, was aus dem wird? Das kann ein großer Heiliger werden, der ganz viele Menschen an sich ziehen kann. In Gott. Es geht immer um Gott, nicht um uns. Wir wollen keine Faszination von uns selber uns großartig darstellen, sondern die Menschen einladen, Christus zu folgen. Der Herr ist unser Meister, Christus ist unser Meister. Und es gibt doch gar keinen anderen. Es gibt vielleicht Leute, die eine gewisse Weisheit haben mögen, aber der Erlöser unserer Seelen und damit der wahre Meister unserer Seelen ist Gott allein. Das haben wir zu leben, das haben wir weiterzugeben und das ist auch unsere Sicherheit, weil das bleibt. Ob die Menschen das denken, dem nachlaufen oder danach laufen, möge Gott es verhindern, aber trotzdem bleibt das Angebot seiner Liebe in Christus, haben wir jetzt in diesen weihnachtlichen Tagen für uns vergegenwärtigt, ja, den Erlöser zu finden und von daher den tiefsten Sinn unseres Daseins zu entdecken und den bitte vertiefen jetzt im nächsten Jahr. Und dann die Herausforderungen, die kommen, annehmen, in Christus bewältigen. Nicht den Mut verlieren, sondern Mut schöpfen und den Glauben zu bezeugen. Das wäre ein wunderbares Jahr, wenn das so geschehen kann. Also, wir können Zuversicht haben, auch mitten in der Finsternis, sogar mitten in apokalyptischen Zeiten. Der Herr sagt ganz am Schluss von der Apokalypse, und wenn ihr all das seht, erhebt eure Häupter, denn die Erlösung ist nahe. Das heißt also, bleibt nicht bei den Ereignissen stehen, die sich als Katastrophen oder unüberwindliche Hindernisse und was es auch immer sein mag präsentieren, sondern erhebt eure Häupter und schaut auf Christus. Ich glaube, das ist auch die Botschaft für das kommende Jahr. Und dann können wir zuversichtlich sein. Auch, ich sage es noch einmal, ich übersehe keinesfalls die Dunkelheiten. Das mache ich nicht, das wäre unrealistisch. Aber die Dunkelheiten sind nicht unsere Orientierung, sondern das ist das, was man bewältigen muss. Unsere Orientierung ist Christus, der Herr selber. Er ist unsere Sicherheit, wie ich es gesagt habe. Und diese Zuversicht können wir haben. Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, heißt in der Heiligen Schrift so schön. Das heißt, er verändert sich nicht. Und wenn alles vergeht und das, Christus bleibt, Gott bleibt. Und diese Zuversicht können wir haben. Ich glaube, das ist dann etwas, wo wir unser Haus dann auch auf den Fels bauen, ne? Auf Gott selber bauen, auf sein Wort, auf seine Gegenwart, auf all das, was von ihm kommt. Das ist unsere Sicherheit, das ist unser Ziel. Und von dort aus können wir dann diese Werke tun, die Gott für uns bereitet hat, die wir tun sollen auf der Erde, die wir gestalten sollen, heißt es so schön in der Heiligen Schrift. Also, das möchte ich eigentlich zusprechen und auch noch einen Punkt hinzu. Lasst uns wachsam sein, nicht schlafen, geistig schlafen. Gott hat so viel mit uns vor, hat so viel bereitet für uns. Und er will auch, dass wir wahrnehmen, wo die Dinge falsch laufen, damit wir das Richtige tun, das Richtige entscheiden und vielleicht auch anderen Menschen manchmal helfen können, aus ihren Verirrungen herauszukommen. Also, Wachsamkeit und Zuversicht für das Jahr. Besonders auch für die, die schon glauben. Die meisten werden wahrscheinlich schon glauben, die mir zuhören. Bitte, der Glaube ist die Stärke, aus der wir leben können. Die Hoffnung, die kommt von Gott. Das müssen wir leben. Und vielleicht all die anderen Dinge, die nicht so wichtig sind, wirklich auch zurücklassen. Was sollen wir mit den ganzen Dingen, die uns dann so viel beschäftigen und letztendlich uns gar nicht dienen? Also auch mal ein bisschen christliche Klugheit anwenden, heißt, dass wir eben uns dann nicht mit Dingen aufhalten, die es nicht wert sind. Das ist das, was ich gerne für dieses Jahr am Anfang sagen würde. Das ist ja jetzt der Übergang in dieses Jahr hinein, noch im alten Jahr, in der Weihnachtszeit dann hinübergehen. Und ich hoffe und bitte auch den Herrn, dass ich nächstes Jahr wieder regelmäßig meine Betrachtungen an euch weitergeben kann. Empfehle noch einmal, wie ich es am Anfang gesagt habe, auch die täglichen Ansprachen zu hören. Das muss nicht immer von mir sein, wenn man irgendwo anders gute Nahrung bekommt. Bitteschön. Aber das ist wichtig, dass man täglich gute Nahrung für die Seele bekommt, das Wort Gottes
auch die rechten Auslegungen davon, die rechten Betrachtungen darüber, dass es mit tiefer in die Seele hineingehen kann, dass sich Gottes Wort in uns ausbreitet, dass es die Wirklichkeit des Lichtes des Herrn in uns ausbreitet, dass wir dann selber auch Licht werden und anderen Menschen den Weg zeigen können. Da lade ich nochmal herzlich ein und deswegen möchte ich sagen, was auch immer kommen mag, ich wiederhole es, Gott bleibt, Gott wird alles in den Dienst nehmen. Wenn wir uns nach dem Reich Gottes ausrichten, dann wird alles im Herrn gut werden. Das wollte ich hinübergehend sagen in das neue Jahr und freue mich für jeden, der mir zuhört. Und manche schreiben auch, ich kann nicht immer alles beantworten, manches kann ich. Und schön, wenn wir gemeinsam in Gott alle Wegstrecken auch in diesen apokalyptischen Zeiten bewältigen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.